Dankeschön, 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 Dankeschön. Ziehe den Hut, auch vor den Herrschaften. Natürlich, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch beiden. Ich bin der Horst. Wer seid ihr? Ich bin die Tora. Oha, schöner Name. Ja. Und ich bin der Sven. Sven. Und ihr beide steht wie zueinander. Das ist meine Schwester. Da stehen noch zwei Herrschaften, so mitten im Gang. Gehören die zu euch? Ja. Sind das die dazugehörigen Partner? Richtig. Das heißt, du bist? Ich bin die Heike. Heike. Und gehört zum Sven. Ja, habe ich mir jetzt gedacht. Und ich bin der Ingo. Und du gehörst? Zur Tora. Wo kommt ihr denn her, ihr zwei? Also ich komme aus Großbeeren. Und ich komme aus Schulzendorf, das liegt kurz vor Berlin. Was macht ihr beruflich? Ich bin Hausverwalter. Eigene Gebäude? Nein, ich arbeite in einer Gesellschaft, bin angestellt. Ja, und was machst du beruflich? Ich bin Lehrer. Oh, welche Fächer? Musik, Geschichte, politische Bildung, Deutsch und Mathe. Also bis auf Deutsch und Mathe fand ich alles andere gut. Ich auch. Ja. Ich auch. Gut, komm, lass mal das ganze Thema mal. Ich will wissen, was habt ihr überhaupt mitgebracht? Ihr seht zwar riesige Rahmen, aber die Bilder kann ich nicht erkennen von hier aus. Was ist denn da drauf? Jagdszenen. Genau, Jagdszenen sind drauf. Sind die Gemälde aus der Familie Oma, Opa noch älter oder wann sind die dazugekommen? Also die Gemälde stammen aus dem Hause Wolf Metternich und die Freifrau von Metternich hat sie dem Onkel meines Opas vererbt. Und der hat sie dann meiner Mutter vererbt. Und unsere Mutter möchte sie verkaufen, damit es gerecht aufgeht. Im Auftrag sind wir hier, ja. Mein Lieber, da die Dinger von der Seite schon so glänzen, gehe ich mal davon aus, die müssen nicht mehr restauriert werden, die sind wahrscheinlich perfekt. Sie sind nicht perfekt, das dürfen alte Gemälde auch nicht sein, aber sie sind restauriert und nicht nur einmal, sie wurden schon diverse Male restauriert, das sieht man schon in diesen Stücken. Also wir reden ja von Gemälden, wir machen mal so einen kleinen Zeitsprung, sie sind nämlich um 1700 herum gefertigt worden. Genau. Das ist mächtig alt, Kinder. Mhm. Genau, also wenn wir uns die beiden Gemälde anschauen, das ist das, was das Ganze noch interessanter macht. Sie sind in ihrer Motivwahl aufeinander aufbauend. Das heißt, wir können hier von einem Gemäldepaar reden. Das sieht man daran, wenn du dir die eine Landschaft anschaust, da haben wir erstmal ein richtiges Landschaftsbild. Und da sieht man noch die Jagdgesellschaft in Aktion. Das heißt, im Hintergrund, da sieht man, wie hier zum Beispiel noch geschossen wird, da fliegt die Ente noch in Hoffnung weg. Das heißt also, die Hunde sind auch noch in Aktion. Das heißt, da ist sehr viel Bewegung und Aktion in diesem Gemälde. Wohingegen bei dem rechten Bild, bei diesem Gemälde sieht man, dass da die Jagdgesellschaft schon zur Ruhe gekommen ist. Die feiert schon ein wenig. Und vor allen Dingen im vorderen Bereich liegt die gesamte Jagdbeute, also diese Jagdstrecke, ist aufgereiht. Und mittendrin sitzt schon jemand, der dann zur Unterhaltung Flöte spielt. Jetzt sind die Gemälde sehr, sehr alt. Ja. Sind die signiert? Wissen wir, wer sie gemalt haben könnte? Signiert sind sie nicht. Was man aber sagen kann, ich habe sie mir in Ruhe angeschaut und es gibt vergleichbar sehr ähnliche und referenzierende Motive. Und wenn man diese Motive zur Hand nimmt, kann man diese beiden Gemälde mit gutem Gewissen dem Künstler Adrian de Greef und seiner Werkstatt zuschreiben. Ist das ein Holländer? Ja, ein holländischer Künstler oder niederländischer Künstler. Ja. Über die Lebensdaten ist gar nicht so viel bekannt. Man gibt es aber an mit 1657 bis 1722. Was mich so ein bisschen stört. Ja. Für mich glänzen die eine Spur zu heftig. Absolut richtig. Das liegt einfach daran, weil meistens die Leinwand etwas brüchig wird, hat man da zum Schutze des Gemäldes eine Dublierung vorgenommen. Wenn man nämlich hier an der Seite schaut, dann sieht man deutlich, dass hier zwei Leinwände aufeinander geleimt worden sind und dann wurde neu gefirnisst. Man hat aber zum Schutze dieser einzelnen Farbpigmente den alten Firnis belassen. Da jetzt aber eine zweite Schicht drauf kam, habe ich noch mehr Glanzer drauf. Wie bei einem Auto, wenn ich noch zwei Schichten Klarlack drauf ziehe, hat man irgendwann so einen unnatürlichen Glanz. Und das ist hier also auch passiert. Ja. Gibt es irgendwelche Beschädigungen, die du entdeckt hast, die du mir bis hierhin verheimlicht hast? Es sind mehrere Retuschen passiert, es sind auch einige kleinere Abplatzer gewesen, aber ein größerer Schaden ist schon entstanden. Zeige ich dir mal ganz kurz. Wenn ich hier nämlich ableuchte, dann sieht man, dass hier oben über diese Länge ein Riss entstanden ist. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Spannung an der Leinwand zu hoch war und dadurch riss es. Das war wahrscheinlich auch der erste Grund, warum man mit der Dublierung begann. Die Rahmen sehen mir so gut aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch schon 400 Jahre um Puckel haben. Nein, diese Rahmen sind nicht um 1700. Sie sind etwas jünger. Trotzdem kann man zu ihnen sagen, es sind die Originalen. Warum?
In diesem Falle würde ich sagen, die Gemälde waren bereits fertig und der Käufer hat sie dann wohl auch rahmen lassen. Und das wird so in der Zeit gewesen sein, im frühen 18. Jahrhundert, also kurz nach 1700. Mein Gott. Eigentlich wolltet ihr das alles gar nicht wissen, ihr wollt nur Kohle. Na, wir wissen es ja alles. Ach, ihr wisst ja alles. Naja, wir haben eine Restauratorin kennengelernt. Ach, das hat er jetzt nur für mich erzählt. Ja, klar. Also. Ja, ich kann dir sogar sagen, warum. Ja, warum? Die beiden haben ja nicht nur eine Restaurierung durchführen lassen, sondern es ist so, wir haben auch Dokumente dazu. Das heißt, wir haben also hier eine Dokumentation, was passiert sein sollte. Allerdings ist das schon wohl die dritte Restaurierung. Die davor können wir nicht dokumentieren, denn die Dublierung als solche, die ist mit Sicherheit in der Zeit um 1900 passiert. Also das ist schon sehr lange her. Das nennt man dann Altrestaurierung. Ja. Gut, was möchtet ihr denn haben dafür? So 6.000 insgesamt. Oha, ist das vielleicht zu hoch gegriffen? Was meint der Profi? Da es ein Pärchen ist, was wirklich zusammengehört, wäre ich sogar etwas motivierter. Ich wäre bei ca. 7.000 bis 9.000 Euro. Danke. Oho. Danke. Ne? Ich merke hier, die Begeisterung ist zwar sehr gedämpft, aber man ist angenehm überrascht. Ne? Ja. Ihr Lieben, ich freue mich für euch. Und ich freue mich noch mehr, wenn ihr die Portemonnaies der Händler gleich leert. Da geht's hoch. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Tschüss, ihr zwei. Ihr vier. Hübsche Darstellung. Das könnte Barrett Gale sein. Ich hätte England vermutet auch. Wegen den Hunden? Ja, meint man immer so, ne? Ich sag flämisch. Flämisch. Ich bin auch für flämisch. Hübsch, dekorativ, verkäuflich, gut. Und wertvoll. Toi, toi, toi. Ja, danke. Also, drückt die Daumen. Machen wir. Na dann, viel Glück. Hallo. Hallo. Sie haben uns ein wunderbares Pärchen barocke jagdliche Bilder mitgebracht. Das sind zwei Bilder, Pendants, die zusammen auf sich einander beziehen, zu einer Jagd, 17. Jahrhundert. Ich vermute, Sie haben sie geerbt, weil sie, die sind halt in den letzten 50 Jahren sicherlich nicht im Kunsthandel gewesen. Kann das sein? Ist richtig, die sind also aus Familienbesitz. Ja. Und sie kommen aus dem Hause Wolf Metternich, wenn Ihnen was sagt. Oh, natürlich. Die Freifrau von Metternich hat die, kurz erklärt, dem Onkel meines Opas vermacht. Ja. Und dann sind sie in den Besitz meiner Mutter gekommen und ja. Hm, toll. Schön. Die Bilder sind, wir haben jetzt keine Signatur gefunden, aber haben auch nicht ganz genau die Zeit gehabt zu gucken. Haben Sie eine Signatur entdecken können? Nein. Haben wir Sie haben eine, sie ja konservieren lassen. Ja. Und die Restauratorin hat also nichts gefunden. Wir wissen aber, woher sie stammen und das ist Adrian de Grief. Adrian de Grief, finde ich gut. Ja. Ich glaube, Interesse haben wir alle, aber um mal beginnen zu können, ich würde mal 1.500 Euro in den Raum werfen als Start. Ich mache 2.000. Ich mache 3.000. 3,5 bei mir. 4 bei mir. 4.200. Das ist schon mal gut. Schon sehr gut. 4.500. Darf ich vorsichtig fragen, was die Restaurierung gekostet hat? 5.500. Oh je, das wird teuer. Also wir müssen die 5,5 jetzt erstmal bieten. Die biete ich jetzt Ihnen. 5.500 für diese zwei Objekte. Schöner Move. Also noch ist es kein Geschäft für Sie, aber trotzdem schön, dass Sie da sind. Jetzt kommen wir in den Verdienbereich. Ich biete Ihnen 6.000. 6,5. 7.000. Bitte. 7,2. 7,4. 7,5. 7,6. Oh. 7,8. Kommt noch mehr? 8.000 biete ich Ihnen. Boah. Was halten Sie denn von 8.000 Euro von Daniel? Rein theoretisch, niemand würde mehr mitbieten. Rein theoretisch. Ja. Ja. So schnell schießen die Preise nicht. Genau. Die Ente fliegt schon, jetzt musst die du Ente aber fliegt schon zu dir auf den Teller, fast. Ja. Ich glaube, sie macht aber noch eine das Abkürzung über Bad Breisig. 8,1. Ja. 8,1 ist schon nicht schlecht, Daniel. Ja, ja, aber 8,2 ist besser. Ja. 8,3. 8,4. 8,5. 8,6. Ein knallhartes Händlerduell. 8,7. Wer hat den längeren Atem und geht als Sieger vom Platz?
8.800. Ich lehne mich zurück, damit ihr euch in die Augen gucken könnt. Jetzt ist die Frage, wer ist die Ente und wer ist der tote Fasan? Ja. Daniel oder Julian? 9.000. Ja. Sehr gut, da bin ich raus. Haben wir einen Deal? Haben wir. Wunderbar. Dann würde ich einmal hier vorzählen. 2, 4, 6, 8, 3, 2, 4, 6, 8, 5.000 und 4.000 darf ich überweisen. Wunderbar. Da freut sich unsere Mutti. Ja, ja, ist ja für die Mutti. Ja. Und Erfolg. Klasse, wirklich. Sehr, sehr schöne Gemälde. Bedanke mich ganz herzlich. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Es war sehr schön mit Ihnen. Danke. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Ja. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kommen Sie gut heim. Ja. Sehr gut. Schönes Gemälde. Toll, Glückwunsch. Toller Zustand. Wirklich. Bin überrascht, was die Restaurierung gekostet hat. Und die habe ich natürlich jetzt gespart. Ja. Aber gut gemacht. Ja. Also, wir sind super glücklich. Und etwas erleichtert, ein bisschen entspannter. Und wir waren ja sehr, sehr angespannt, wie der Verlauf der Verhandlung ist im Prinzip. Aber wir sind sehr zufrieden. Und die Schwiegermutti wird sich freuen. Ja.